So, hallihallo, hallöchen. Zu einem kleinen Tutorial von mir. Wobei, es werden vielleicht mehrere Tutorials, mal schauen. Und zwar Golfit, ein Spiel, das im Januar oder Februar rausgekommen ist auf Steam. Und ich möchte euch einfach hier mal zeigen, wie man einfach Strecken erstellt. Dazu habe ich mir auch jemanden eingeladen, und zwar den Fire Ghost. Nö. Nö, okay. Okay, dann halt nicht. So. Alles klar. Auf jeden Fall, hier ist der Startbildschirm. Ihr seht, wir sind im Hauptmenü. Und wenn ihr euch eine Strecke erstellen wollt, müsst ihr auf Editor gehen. Dann nochmal auf Editor. Und dann seid ihr hier im Hauptmenü vom Editor. Wollt ihr jetzt, dass ein Freund mit dazukommt? Freunde dürfen beitreten, müsst ihr ein Häkchen reinmachen. Dann könnt ihr euch hier noch aussuchen, was für eine Landschaft ihr haben wollt. Wir haben 5 Stück zur Auswahl oder 4. Graveyard, Mainz, Grassland, Winterland. Ja, 4 Stück haben wir zur Auswahl. Wir warten. Genau. Hier oben könnt ihr dann schreiben, wie die Map heißen soll. Ich nenne es jetzt einfach mal Test. Und dann würde ich sagen, wir Editor starten und dann sind wir schon auf der Karte. So, da wären wir. Wir warten jetzt einfach noch kurz auf Fire Ghost, bis der beitreten kann. So, mit Space könnt ihr hochfliegen und mit WASD könnt ihr euch die Richtung aussuchen und mit dem Haus einfach gehen. Da ist er schon, ich seh den Schatten, da ist er. Okay. Ihr seht jetzt, dass ihr quasi fast nichts seht, außer 2 Bilder unten. Dazu müsst ihr jetzt die Tab-Taste drücken und dann habt ihr das Auswahlmenü an euren Strecken. Könnt ihr hier rechts auswählen. Grassland, Winterland, Mines, Graveyard, Pirate Cove. Und je nachdem, was ihr euch auswählt, bekommt ihr dann weitere Strecken dazu. Am besten seht ihr es hier bei Winterland, dann habt ihr so Eissachen dabei. Okay, wir halten es jetzt einfach mal einfach. So, hier an dem Pfeil könnt ihr die Strecken noch ranzoomen, Bauteile oder rauszoomen. Aber wir wählen uns einfach mal eine einfache Startbahn aus. So. Und zwar habt ihr hier das, nehmt ihr das hier als Startpunkt. Linke Maustaste platzieren. Mit E könnt ihr das Platzierte drehen, welche Richtung ihr spielen wollt. Oder die nächste Möglichkeit ist, linke Maustaste anklicken. Dann könnt ihr hier die Position noch wählen, wo es hin soll. Rot in dem Fall vor zurück, mit Grün links rechts und mit Blau hoch oder runter. Die Farben so. Können sich aber auch ändern. So ist es. Ja, also je nachdem, wie ihr es gedreht habt, hat euer Recht, können sich die Farben ändern. So, mit der E-Taste könntet ihr jetzt den Winkel ändern von dem Ding. So wie ihr das haben wollt. Zum Beispiel so, zack, wird direkt nach oben gucken. Dann kriegt ihr hier alternative Bauobjekte, aber das brauchen wir ja nicht. So, dann nehmen wir das gerade wieder weg. Wenn ihr das Mausrad drückt, dann habt ihr das, was ihr zuletzt ausgewählt hattet, wieder im Inventar-Menü. Dann platzieren wir das einfach mal. Eins hatte ich jetzt noch nicht gezeigt. Ihr könnt auch über die R-Taste könntet ihr rein theoretisch die Größe verändern. Oder die Höhe oder je nachdem, wie es ausschauen soll. Wir platzieren das jetzt einfach mal hier. Funktioniert aber auch über die 1, 2 und 3 Taste. So, ich weiß jetzt zwar nicht, warum wir da eine Wand platziert, aber wir machen es jetzt mal weg. So, dann wählen wir uns ein Zwischenstück aus. Wir nehmen eins mit Bande, damit es einfach ist. Und es gibt hier auch Snap Points. So, ein Snap Point wäre hier. Da könnt ihr jetzt quasi mit E das Teil drehen. Und mit der linken Maustaste platzieren. Dann hättet ihr hier das Zwischenstück an. Okay, dann wieder Tab-Taste und dann müsst ihr auf Ziele gehen. Da gibt es ja jetzt auch Ring Goals oder Gate Goals. Aber wir nehmen einfach mal Simple Goal Wall 3. Hat auch wieder einen Snap Point. E drehen. Zack.
So, dann geht ihr ran, rechte Maustaste auf das Loch und gibt, wenn Span 1 sein soll, 1 ein. Fließen. So. Was fehlt jetzt noch, damit man spielen kann? Einen Startpunkt brauchen wir noch. Dazu geht ihr auf Mechaniken, dann Hole Spawn. Das heißt, von da, wo ihr das hier platziert, fangt ihr an zu schlagen. So, der rote Pfeil zeigt euch an, in welche Richtung ihr schlagt, also in welche Richtung es dann geht. Platziert es wieder mit der linken Maustaste. Linke Maustaste nochmal drücken, könnt ihr die Höhe ändern. Wenn ihr wollt, dass der Ball von oben nach unten fällt, lasst es einfach so stehen und dann plumpst du einfach runter. Wir zeigen es euch einfach mal. So, Loch 1, zwei Schläge. Hier könnt ihr angeben, wie viele Schläge man brauchen könnte als Bestleistung zum Beispiel. Aber wir lassen mal zwei. So, Fire platziert jetzt gerade hier schon das Gitternetz, die Spielfläche. Die habt ihr dann hier, wenn ihr wieder Tab drückt, unter Mechaniken, Play Area. Wählt ihr aus und könnt ihr dann einfach hier drauf legen. Vergiss So. nicht zu erwähnen, Das Gitternetz muss man auch noch eine Nummer zuordnen. genau, und plus, dass das auch ein bisschen einfacher geht, wenn man eins platziert, dann umbenennen, also als Loch 2 beispielsweise, und dann halt braucht man sie nur noch kopieren und dann haben alle direkt zwei Genau, draufstehen. ihr wählt euch hier einfach die Play Area aus, legt es drauf, rechte Maustaste drücken, wählt ihr das Loch 1, könnt ihr dann auf Schließen gehen, das nächste, Mausrad drücken, linke Maustaste platzieren, dann habt ihr automatisch schon Loch 1 dran stehen und das ist quasi der Kopiermodus. Und mit G kann man die Netze sehen und wegmachen. Genau, wieder Werden die Netze weg? G-Taste weg, ist der Startpunkt auch weg. Und dann ist er wieder da. Ja, wenn die Netze weg sind, kann man an die Bauteile dran gehen. Wenn die Netze zu sehen sind, kann man nicht an die Bauteile dran An gehen. die Bauteile kannst du auch so rangehen. Wenn du jetzt seitlich rangehst, kannst du an die Strecke ran. Nicht von oben, sondern seitlich. So, ja, gut. Aber manchmal kommst du ja nicht so dran, ne? Ich Genau. bin immer ohne, das ist einfacher. So. Also wie gesagt, eine einfache Bahn. Zwei Schläge sind angegeben. Wenn ihr es dann testen wollt, rechte Maustaste auf den Startpunkt, dann auf Spielen. Dann liegt ihr auf der Fläche. Habt ihr das dann hier so zum Spielen? Zack. Und das war's dann auch schon. So könnt ihr dann testen, ob die Strecke funktioniert oder nicht funktioniert. Jetzt nochmal zum Demonstrieren. Wenn hier das Gitternetz nicht liegen würde, Warte, ich mach schon. ich habe das jetzt bei der Flagge entfernt. War ja klar. Ja, also hier haben wir jetzt kein Gitternetz liegen. Glaube Wenn ab der Ball hier. dann da zu liegen kommt, wird automatisch wieder dahin zurückgespawnt, wo der letzte Schlagpunkt war und ein Gitternetz drauf lag. So. Und wenn man dann das Gitternetz platziert, was ich jetzt gleich mache, zack, und Fireguard schlägt wieder so leicht zusammen. Hä? Gitternetz platzieren. Fireguard schlägt dann wieder so leicht. Dann bleibt der Ball auch da liegen. Also mit Gitternetz, also Spielarea, Play Area, bleibt dabei liegen, ohne wird er zurückgespawnt. So, das sind eigentlich die einfachen Grundlagen für einen Streckenbau. Ihr könnt es natürlich noch hier Umgebung, könnt ihr noch ein paar Bonusmaterialien aufbauen, etc. Aber ich würde dazu sagen, mehr in einem weiteren Tutorial. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. In diesem Sinne. Viel Spaß beim Streckenbau. Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, wenn ihr selber was geschafft habt oder verlinken die Strecken. Ihr könnt es auch auf Steam Workshop hochladen, dann kann ich mir das auch mal anschauen. Oder ihr schreibt mir einfach mal die Erfahrungen, was ihr damit gemacht habt, ob es geklappt hat, etc. Ihr könnt auch hinschreiben, was ich verbessern soll oder nicht. Auf jeden Fall, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Tutorial. Bis zum nächsten Mal und tschüss.